scheiß Pionieren. Ja. Scheiße, sieh sie dir an. Was für eine Bande von dämlichen Arschlöchern. Was dachten sie denn? Hey, Mr. Fett, können wir bitte hier warten, bis eine Horde kommt und uns alle tötet? Oh, geil. Das ist geil, das ist geil. Da nütze ich natürlich gleich die Gelegenheit, um so öfters aus. Alter, super. Das ist nicht schlecht. Ja, das haben wir dann wenigstens vielleicht einmal für später gewappnet. Man kann ja nie wissen. Alter, der ist aber schon ein bisschen laut, gell? Also, die müssen das ja mitkriegen, da im Tunnel. Achso, wo gehen wir denn da entlang? Darf ich überhaupt da entlang gehen? Also nicht, dass ich da gleich wieder ausgestoßen werde. Ah, ja, na sicher, wenn wir das schon alles haben, das ist super. Ah, der nimmt doch quasi so gleich so ein paar Sachen mehr mit, wenn es so in der Nähe sind. Auch interessant. Könnte vielleicht auch teilweise richtig nützlich sein, wenn es dann hinter uns her sind und so. Und du musst halt das eine schnappen und er nimmt dann vielleicht automatisch noch das nächste mit. Das wäre super. Scheiße. Da. Los, weiter. Warte mal, wie viele Molotows hast du noch da? Das machen wir auf dem Rückweg, lass es. Lass es am Arsch. Scheiße, Mann, du hoffst, dass jemand da ist. Ha! Und so ist es wohl. Richtiger Badass-Charakter. Holy moly! Ich glaube, er ist tot. Denke an meine Flinte. Ja. Okay. Geil! Oh, ich würde das feiern, wenn wir einfach einen Held haben, der was dann böse wird. Das haben wir eh noch nie gehabt. Wovon redest du? Das verdammte Flüchtlingslager. Ui, die haben sogar was. Schwärmerohren. Aha, okay. Hör auf. Wenn du mit Sarah in den Heli gestiegen wärst, wärst du auch tot. Es hätte nichts geändert. Was? Die ist tot, ne? Also jetzt wissen wir schon einmal, wieso der da nicht noch hier sucht und alles drum und dran. Wieso? Ja, das... Na, abwarten. Einer nach dem anderen. Was haben die... Haben die was gegen ein Licht oder was? Die haben irgendwas gegen ein Licht? Oh ja, na sicher. Da brechen wir natürlich gern mal ein. Es kann ja sein, dass dann gleich mehrere daherkommen. Das wird nichts überschritten. Halt die Schnauze! Und. So. Ach, kann man vielleicht. Nee. Die Türen werden wahrscheinlich schon automatisch offen sein, dass man da ja hingeht. Erst, das würde ich aber auch feiern, wenn man. Ja. Hin und wieder schön wär's, gell? Hin und. Oh. Da kommst du mit deinem Bike nicht durch? Das schaut falsch aus. Versuch von der anderen Seite den Weg frei zu machen. Alles klar. Leuchte einfach mit dem Scheinwerfer in die Richtung und warn mich, wenn du was siehst. Ah. Man hört jetzt schon was. Man hört jetzt schon was. Ah, dort entlang. Ich habe mir schon gedacht, wir dürfen noch ein bisschen kraxeln. Na warte, na warte, na warte. Vielleicht bei der Polizei können wir einbrechen. Oh, mal schauen, die müssen doch eher was Gutes haben, oder? Oh, ja, Muni, na sicher. Pistolmunition sogar. Das ist schön. Okay, da haben wir mal niemanden, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dabei ein gutes Zeichen. Mal schauen, wie es später ausschaut. Okay, wir haben noch so circa 13 Schuss. Ah, du, ein Kind, du. Ach du Scheiße. Na komm, gib ihm. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ah, yes. Yes.
Ach, ich liebe es, wenn er einfach so richtig schön brutal wird und einfach nicht mehr nachdenkt, wie der Rick einfach nur drauf und weiter und weiter und weiter. Der kann sich einfach nicht mehr beherrschen. Also diese Cut-Szene, wo du es ganz kurz gesehen hast, war der beste Beweis. Ah, also das in. Boah, das. Auf sowas stehe ich extrem. Nicht, dass man da vielleicht irgendeinen Hebel oder so betätigen muss, weil es kann ja sein. Die Handbremse, wie wir nur sagen. Oh fuck. Na kommt's. Na kommt's. Einmal. Na komm, Burle, na komm. Ah, oh, süß. Und tschüss. So, hoffentlich geht sie das auch aus. Nicht, dass da jetzt dann gleich hinter mir einer daherkreut. Das brauchen wir dann nicht unbedingt. Dabei höre ich einmal nichts. Ach, da kann ich aber eine kriegen, oder? Nee, sicher kann ich die eine kriegen. Also, ich kann das nicht unbedingt nur mal gebrauchen, dass du kleiner um die Ecken daher schierst, aber. Schrott und Verband. Wieder super. Schrott ist sowieso immer eine gute Frage, was man damit anstellen kann. Das ist immer eine gute Frage. Oh, kommen schon wieder welche. Ja, aber es sind ja eh nur zwei Gebiete. Da kommt's jetzt. Oh, wer Freaks. Geil. Oh, der hat noch überlebt, der Wichser. Der hat noch überlebt. Aber ich bin gespannt, für was er diese Ohren braucht. Bin wirklich gespannt, für was er die Ohren braucht. So, wieder schön brav einsammeln. Zack, zack, zack. Der Polizei, ja, Polizei haben wir hier. Ah, da schauen wir da gleich mal wieder eine. Muss ja nicht. Ah, das da soll nicht. Oder? Na, das da soll wir nicht. Wieso willst du das da soll nicht? Gibt's ja nicht. Oh, machen wir da mal wieder auf. Also wenn man sich teilweise da nicht ein bisschen so umschaut, kann man so das eine oder andere auch wieder vergessen. Finde ich aber auch super. Und schön brav plündern, also wenn es natürlich geht. Wenn es natürlich geht, schön brav plündern. Oh. Ja, man riecht's. Der bockt's überhaupt nicht, Alter. Haben wir noch ja. Zeug, um welche zu machen? Der bockt's überhaupt nicht, das finde ich super, Alter. Das finde ich super. Das haben wir gleich. So, wie Moment. Ah, eh auch so. Das sollte genügen. Passt, jetzt einfach nur zielen und werfen. Und schön brav zielen weiterhin. Sehr weiß. Na komm, aus, na komm. Hey, komm schon. Ja, okay, eine Sekunde. Ah, soll ich mich. Ja, dann setzen wir sie wieder auf. Na sicher. Jetzt muss es dann eh schon fast geschafft haben. Ich hab darüber nachgedacht, über das nach Norden fahren. Ich meine ja nicht. Du musst von hier weg, den Kopf freikriegen, ja? Morgen früh, lass uns die Beute abliefern und losfahren. Ja, Bruder, das höre ich gern.